So, Samstag 20 Uhr, Horrorzeit mit Infliction. Schönen guten Abend. Vielen Dank, Divinity, für deinen Host. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start ins Wochenende gehabt. Heute bei diesem, naja, herbstlichen, windigen Wetter. Ich sag mal Hallo an alle. Ich üb Klavier. Ich konnte früher mal House of Rising Sun spielen auf dem Klavier, aber ich glaube nicht mehr, dass das heute noch funktioniert. Das ist ein Klavier? Okay, das ist ein 16-Bit Pseudo-Klavier. Oh. Headrock! Dankeschön! Acht! Wow! Vielen Dank! Dann nicht vier Mountain. Richtig, Hans. Jasch. Heute der Rest von Infliction in Divinity. Hätte ich schon gesagt, dass das Spiel wahrscheinlich nicht mehr so lang geht. Neues Spiel fangen wir dann wahrscheinlich erst nächste Woche an. Ich tendiere stark zu Visage, wurde mir empfohlen. Und ich habe noch ein paar kleine Blödsinnsspiele vorbereitet, die wir dann noch ein bisschen nachschieben, wenn Infliction dann doch bisschen früh zu Ende geht, aber ich gucke mir alles nochmal genau an. Wir strecken die Spielzeit, solange es noch geht. Und los geht's. Rübergehen. So. Mein Spiel noch suchen hier. Visage. Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Soll ja ein bisschen ähnlich sein. Nur noch Stranger hieß es. iPad Works. Mag diesen Sound. Der ist aus diesem Super Nintendo-Spiel. Gerade vergessen habe, wie es hieß, dieses japanische. Doremi Fantasy. So, jetzt habe ich es wieder. So. Mal kurz hier ein bisschen hier den Sound anpassen. Ich denke, so ist okay. 5,0. Müsste das funktionieren? Okay. So. Weiter. Wir waren ja kurz vorm Dachboden, wo wir jetzt wahrscheinlich hoch müssen. So. Ich bin gespannt. Ich hab mich ja gedrückt beim letzten Mal, vor 2 Wochen. Hendrik, servus. Grüß dich. Schönen guten Abend. Ach ja. Und hab dann letzten Samstag so viel Schiss gehabt, dass ich gesagt habe, nee, ich stream heute nicht. Ich will nicht auf den Dachboden. Aber heute müssen wir. Naja, mal gespannt. Mir geht's gut. Ich hatte vorhin mal so einen kleinen toten Punkt, aber der ist überwunden. Jetzt ist wieder alles okay. Servus, Abdichte. Alter, dauert das. Achso, ich muss drücken. Ich dachte, das lädt noch. Das sind Geräusche. Ach, hier hat's aufgehört. Ah, ich verstehe. War ja irgendwas mit Wasser. Das ist schon so lang her. So. Finde Kleidung, die vor dem Angesicht Gottes getragen wurde. Haben wir das nicht? Oh, das hat das jetzt doch nicht gespeichert, oder was? Nee, doch. Wir müssen immer noch irgendein Brautkleid finden oder sowas in der Art. Und wir können jetzt hier hochgehen oder müssen viel mehr. Okay. Kleiner Dachboden. Joe Coffee. Er ist Joe Coffee. Yes, yes. Und wir haben Strings. Wie hieß diese? Vanessa May. Genau. Für Arme. Und Zement. Zement haben wir jede Menge im Haus. Mir mal aufgefallen. Was ist das da unten? Das Weiße. Ja, das Hintergrundgeräusch ist leider mein Lüfter. Das wird sich aber in den nächsten Wochen ändern, wenn ich meinen neuen PC habe. Sorry, dass das Ding so laut ist.
Der ist... Der klingt ein bisschen wie ein startender Düsenjet. Und ich habe den Noise Gate Filter drin, das heißt, das Mikrofon geht aus, wenn ich nichts sage. Deswegen hört man das Geräusch nur, wenn ich rede, für alle, die sich wundern. Aber es wird bald vorbei sein mit diesem nervigen Geräusch. Sorry dafür. Muss ich mich mal aufrichtig entschuldigen. Ich habe den auch schon mal total sauber gemacht und ausgesaugt und alles gemacht, aber irgendwie... Das Ding ist so laut und es ist kein schlechter Lüfter, also es ist schon kein billig Ding. Aber es ist trotzdem scheißen laut. Naja. Das ist das Kleid! Yay! It's bad luck to see the bride before the wedding. Get out of here, you. Das Geräusch ist kultig, ja. Wait a minute. Lass. Come here, you. Werde ich bald zum Download anbieten, das Now Geräusch. Now go. We're gonna be late to the altar. Ja, ich habe den Loot noch mal ein bisschen erhöht. Von 250 auf 275. Jetzt haben wir hier, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 Gewinner und trotzdem über 100. Also wer jetzt noch, ne? Mehr gibt's nicht. Das ist der Alpenföhn, genau. Kann man das selber mitnehmen, oder? Mitnehmen. So. Mission abgeschlossen, yeah. Dieser Fuck. Ah ja. Und was hat uns zerschlagen, erschlagen? Die Denian 4444 und erhalten sie Piep für 4,99 im Abo. Ja. Ja, mich nervt das aber selbst hier. Der war früher nicht so laut. Wie gesagt, es ist kein Dreck drin, er ist sauber und er ist trotzdem. Hat anscheinend für die modernen Spiele ist der nicht mehr gut. Der ist auch schon ein paar Jahre alt jetzt. Die laufen zwar noch ganz gut, aber mit Streamen wird's schon. Ja, da merkst du schon, dass er zu tun hat. Naja, ich denke mal so. Vier Wochen. 4 Wochen muss ich damit noch auskommen. 4 bis 5 Wochen. Massimo kocht. Ja. Oh, wir sehen Massimo nochmal. Ui, Isidrot. Neue Mission, finde ein Familienerbstück oder Andenken. Vielleicht die Husch-Husch hier. Oder das NES. Guck mal, ich habe jetzt ein NES-Controller-Kissen. Ist das nicht geil? Muss ja jeden Merch-Dreck haben. Ein kleines Kind. So. Entertainment System. Massimo? Habt ihr nicht mit zugeschaut beim letzten Mal? Dieser Koch aus dem Fernsehen, dieser Bekloppte in dem Spiel hier. Das war gut. Mr. und Mrs. Pout Poo. Weiß nicht, wie man die ausspricht. Ich melde mich bei Ihnen wegen Maggie und der stetigen Verschlechterung ihrer Noten in den letzten Jahren. Maggie hat so viel Potenzial, aber es gibt einige Probleme, an denen gearbeitet werden muss, wenn sie ohne Probleme den Abschluss schaffen soll. Als Maggie zu uns kam, stand ihr Notenschnitt. Schnitt auf einer soliden 2 mit weiterem Verbesserungspotenzial. Jedoch hat ihre Leistung stark nachgelassen. Maggie steht jetzt zwischen 3 und 4. Dabei könnte sie auf 1 stehen. Ich würde gern anbieten, ihr nach dem Unterricht Nachhilfe zu geben. Natürlich ohne zusätzliche Kosten für sie. Ich glaube, wenn wir ihr nur ein wenig den rechten Weg weisen, können wir Maggies Noten vor dem Abschluss verbessern. Ich möchte außerdem anmerken, dass Maggie oft in schmutziger Kleidung zur Schule kommt. Ich mische mich nicht gerne in ihre Angelegenheiten, aber es gehört zu meiner Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Schüler daheim ein förderliches Umfeld haben, damit sie sich auf ihre Ausbildung und Zukunft konzentrieren können. Ich habe in diesem Jahr bereits
mehrmals versucht, sie telefonisch und per Brief zu erreichen. Ich wollte Ihnen in der vorigen Woche einen Besuch abstatten, doch niemand hat auf mein Klingeln reagiert. Dieser Brief ist mein letzter Versuch. Bitte rufen Sie mich unverzüglich unter der angegebenen Nummer zurück. Ansonsten sehe ich mich gezwungen, mich an das Jugendamt zu wenden. Ich will nur das Beste für Maggie. Bei häuslichen Problemen können wir gemeinsam daran arbeiten, eine stabile Umgebung zu schaffen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich hoffe, bald von Ihnen zu hören. Mit freundlichen Grüßen, Jade Pearson, Schulleiterin 555-7565. Müssen Sie die Nummer merken? Müssen wir die anrufen? Nachher? Ich habe jetzt neuerdings auch so eine Turbine am PC. Ich tendiere noch, ich weiß noch nicht, ob ich einen neuen mit Wasserkühlung oder noch mit Lüfter nehmen soll. Hab dann Angst, wenn ich Lüfter nehme, dass der nach einer gewissen Zeit wieder so laut wird. Wasserkühlung ist schon cool. Vor allem im Sommer wäre das praktisch. So, was ist das denn? Tendiere doch stark dahin. Das ist auch, glaube ich, gut, dass die Gehäuse so... Divinity, du hast doch so ein kleines... Schönes Kompaktgehäuse, da war das Insider? Das wäre schon. Da spekuliere ich schon sehr drauf. Massimo soll mir jetzt was kochen. Ja, komm. Massimo! Komm! Massimo Tape! Oh, Akt X! Staffel 1. Es waren noch Zeiten. Dann nach oben wieder. What the fuck? Wollte ich gerade sagen. Alter. Schrocken. Geh mal rein. Ich bin zwar kein Steff, aber... Nee. Die Winnie hat das Nano-Case. Basteln, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ein Gefriemel wahrscheinlich. Deswegen. Ja. Ich werde mich mal da informieren. Hallo? Heroin! Jawohl! Nicht jawohl. Nicht gut. Und ein Hammer, falls das Heroin nicht wirkt. Zum Nachhelfen. Okay. Haben wir da? Chloroform. Und wir raten nochmal Chloroform. Genau. Ups. Und Servus Wurstwasser. Schönen guten Abend. Laudanum. Muss ich immer an Amnesia denken. Da gab es auch immer Laudanum. Das war um unser, dass wir nicht mehr so bekloppt sind. Unseren Geist zu heilen. Wir haben immer Laudanum genommen. Zunderbuchs. Opium. Alter, hier ist ja alles am Start. Gibst du Opium? Bringt Opium den Opium? Hoch bei uns in der Schule früher. 50er-Jahre-Sprüche.de. Oh. Und noch mehr Heroin. Mix mal Heroin mit Chloroform. Spaghetti Bolognese.
Ich sag mir auch immer, also wer braucht denn Drogen, wenn man Spaghetti Bolognese haben kann? Die beste Droge. Pasta. Pasta und Pizza. Steph. Du? Was denn? Der Bodyschrank. Yo! Das Unfugschränksche. Tanas Asylum. Maximum Security. So. Yes. Ja, wo muss ich hin? Ich muss ein Andenken finden. Der Boilerraum. Nein! Angst vor Boiler. Ist schon mal einer geplatzt im Stream. Will ich nicht hin. Call. Call Elevator. Okay, die Tür kann ich nicht öffnen. Ich kann auch den Aufzug nicht anfordern. Nichts funktioniert hier. Spaghetti Bolo mit Heroin, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Heroin jetzt geschmacklich sehr lecker ist. Ich glaub's eher nicht. Stelle ich mir jetzt sehr, sehr, sehr bitter vor. Ich habe mir immer noch keine Heißluftfritteuse gekauft. Das will ich seit einem Jahr machen. Ich komme mal dazu. Ich denke mal dran. Ah, hier waren wir noch. Alter. Mann, ist es laut. Nächster Partyschrank. Oh, ich weiß nicht, ob das Game neu ist. Nicht so brandneu. Vielleicht ein Jahr alt, maximal. Yay! Wurde mir empfohlen von Divinity. Und ist ein extrem gutes Spiel bisher. Sehr gruselig und alles. So wie es sein soll. Recovery. Recovery? Was ist denn das? Aufwachraum, oder? Kann das sein? Stühle sind auch immer so creepy. So, Bilder gehören in ein Asylum. Mui. Gary Pooh. Oh, Gary. Gary war hier in der Anstalt. Also bekloppt war. Das kann man jetzt lustigerweise nicht lesen. Patient believes he can... Okay, der Patient glaubt, er kann mit dem Tod kommunizieren. Shit. Wir werden seinen Geist untersuchen. Bla bla. Wir haben sie happy gemacht hier mit Heroin und Opium. Hä? Gary. Ich finde, die hat letztes Jahr zu Halloween gestreamt. Das war das hier. Ich kann mich an das Spiel gar nicht mehr erinnern. Die Maske so cool fand. Dankeschön! 19 Monate. 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 19 Monate.
Danke, Chris, für 19 Monate. Was ich immer lustig finde, hier unten, weil das nicht ganz reingeht, steht immer Chris Milanesi. Ja, witzig. Das ist jetzt der neue Name, der Chris Milanesi. Letztes Mal schon leicht lachen. Ja, ich bin nicht schuld, wenn das so laut ist. So, Sounds sind übrigens aus heute, wie immer beim Horror. So. Da waren wir schon. War hier noch irgendwas? Sind wir einmal im Kreis gegangen eigentlich, ne? Warte mal. Frontal, eine Lobotomie. Eine Lobotomie ist doch irgendwas hier. Gehirnuntersuchung, bla bla. Irgendwas mit Gehirn jedenfalls. Eine frontale Lobotomie, bla bla. Gehirn irgendwas. Das Gehirn ist kaputt. Zerstört. Und tot. Puh. Danke für den Host, Chris. Was das hier geht? Es geht um eine Familie, die einen schlimmen Schicksalsschlag erlitten hat. Irgendwie, ja, der Sohn, der 5-jährige Sohn ist gestorben, weil die Wiege in sich zusammengebrochen ist, eines Nachmittags. Die Mutter hat dann Mittagsschlaf gehalten, ist durch einen lauten Krach wach geworden. Und ja, das Kind war tot. Und das hat irgendwie so die ganze Familie so aus der Bahn geworfen. Er ist dann irgendwie zu so einem Psycho geworden, hat sich in seinen Keller eingeschlossen. Nur noch gesoffen. Der Gary. Dr. Minder. Ja. Ui. Cookies! Tschüss! Guter Cookies. Aus England. London. Ist das immer noch das eine Spiel von vor meinem Urlaub? Ja, letzten Samstag war ich ja nicht da. Warte mal, da liegt noch was zu lesen. Sehr geehrter Dr. Tanas, ich habe versucht, Sie persönlich zu sprechen, allerdings ist meine Bewegungsfreiheit im Gebäude etwas eingeschränkt. Dies ist auch mein eigentlicher Grund für das Schreiben. Ich verstehe das Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit, kann so aber meine Arbeit nicht ordnungsgemäß ausführen. Ich schicke die Leichen zu diesem übergewichtigen Herrn, den Sie in der Pathologie meinem Vorschlag entsprechend stationiert haben. Ich kann allerdings meine Unterlagen nicht beim Empfangsbüro abgeben, da es immer abgeschlossen ist. Sie bewahren den einzigen Schlüssel in Ihrem Büro auf, wodurch mein Zugriff sehr eingeschränkt ist. Ich bitte Sie darum, mir meine Ausfertigung des Schlüssels zur Verfügung zu stellen. Ich erwarte Ihre Antwort, Dr. Minder. Hübsche Couch. Hübsche Psycho-Couch und ein Grammophon. Spielen? Schade. Wie in Layers of Fear. Yes! Wie wog das Kind denn? Hallo? Tür? Mach keinen Mist. Mach keinen Mist mit mir. So. Hm.
Unser Ferienhaus hat auch so antike Möbel. Hätte sich auch perfekt für ein Horrorgame geeignet. Im Spiel ging es auch um ein Ferienhaus beim letzten Mal. Ui! Haben wir auch noch nicht. So, ui! Auch Spaghetti Bolognese. Oh, sehr lecker. Lauter Hämmer? Hammer? Was ist denn Plural von Hammer? Hämmer, oder? Ja, wir entdecken immer neue Räume. Warte mal. Oh, das scheint ein Durchgang zu sein, aber die blöde Liege steht im Weg. Super. So verlassene Krankenhäuser sind auch cool. Gibt's auch jede Menge. Alter Tür, was machst du? In der Nähe von Berlin ist auch so eins. Diese, wie heißt das hier? Belitz-Heilstätten? Sieht so ähnlich aus wie hier. Müsste man mal den Retro-Basti fragen, ob der das kennt. Neben dem Haus war eine uralte Kirche mit Friedhof. Oh, geil. Hast du ein Bild gemacht? Will ich mal sehen. Die Uhr. Ein Familienerbstück suchen, ob er überhaupt hier eins ist, wage ich zu bezweifeln. Türen waren vorhin nicht auf. Die öffnen sich wohl so nach und nach selbst. Kann das sein? Warte mal. Hier waren wir schon. Eben erst. Mesh und klonk. Die Tür ist schon so halb auf, aber wir können nicht durch. Das ist ja auch bekloppt. Ich muss ein bisschen an dieses Mini-Horror-Game denken namens. Wie hieß das? Ja, genau so. Mental Hospital, genau. Damals auch sehr witzig. Ui, nee, Quatsch, hier waren wir schon. Nee, wirklich nix. Da ist der Koffer. Riebenstein. Oh, fein, du blöd, Mann. So, gibt die meisten Horror-Games sind noch länger. Da spielt man 3, 4, 5 Streams dran. Mal eine Länge für ein Horrorspiel. Also für ein Horrorspiel, was man, wo man auch Geld für bezahlt. Nicht so diese kleinen Game Jolt-Dinge. Wo nur so 10 Minuten gehen.
Dann wieder was anderes. Oh, morgen gibt's wieder Raffle, genau. Um 18 Uhr. Oh, sorry. Raffle. Oh je, warte mal. Statt da hängt ein Zettel. Kaputte Kacheln. Eh schon Sachen hier. Was muss ich denn hier machen? Hier ist nichts drin in den ganzen Räumen. Außer Drogen noch und nöcher. Muss so ein bisschen Spaß mit haben. Aber. Die Tür ist zu und. Auch und Stairs auch. Der Aufzug geht auch nicht. Hm. Toll. HPB. Also. Irgendwo muss ich was übersehen haben. Exzessive Qualität stand da drauf. Geil. Hm. Opium und Kekse. Die haben es krachen lassen hier im Hospital. Dr. Amigo, wer ist das denn? Das ist einer von den Amigos. Hm. Wäre dann wirklich was für ein Horrorspiel. Können wir den nicht aufdecken hier? Nee. Hä? Komisch. Komisches Geräusch. Mit dem Rollstuhl rumfahren? Nö. Hä? Eigentlich irgendwie ist es total simpel und ich check's gerade wieder nicht. Was? Chris macht auch bald Raffle. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo sie einen Arzt in ein Dr. Mario-Kostüm gepackt haben. Wie? Komisch. Endlich verstörend. Ui. Was man damit wohl macht? Schafft aus. Es könnte auch eine Pfeile sein vom Franz. Ach ja. Jetzt geht es auf einmal. Vorhin habe ich auch schon mal geklickt und gedrückt und gemacht und dann ging es noch nicht. Lüftungsschacht benutzen. Gerne. Oh.
mal so blöd hier fallen, dass wir hier erstmal K.O. sind. Und wie hübsch. What the... Alter! Hi! Was ein Gefummel hier! Mein Gott! Hallo? Bin nicht sauber hier. Hm. Oh, was für alle Fußfetischisten hier. Ja. Ich hau ab. What the? Alter! Hi! Wer war der Digge denn? Hi! Alter! Okay, das war, glaube ich, weiß nicht, ob das geplant war. Rainer Kallmund, richtig. Oder Hans Entertainment. Dieser Hans Entertainment-Moment, wenn du feststellst, dass der Arzt doch ein Arschloch ist. Tja. Wohin geht's hier weiter? Ach, ist der Bug wenigstens weg. Gut so. Und ruhig schlafen. Hocken? Der Hocken bringt nichts. Der ist ganz schön schnell hier. Für einen Rainer Kallmund. Oh, und zielen kann er auch gut. Voll die Axt in den Kopf geschmissen. Alter. Ja. Boom. Alter. Er hat ja noch mehr auf der Hüfte als Chris Walker aus Outlast. Der konnte immer noch schnell rennen. Und der muss ja nur werfen. What the shit. Na, klick, klick, klick. So, was mach ich jetzt hier? Also der ist ja gleich am Start hier. Okay, ich kann mich dann nicht mehr bewegen. Der sieht uns und dann sind wir gelähmt und zack. Beil im Kopf. Eich. Viel zu viel, was ihr hier kriegt. Viel zu viele Taler. Geht so nicht. Ja, bald ist NEC, dann müsst ihr das wieder ausgeben. Was mache ich denn mit dem Kollegen hier? Wow, ist den nur Bauch? Kommt der Bauch, ist auch der Kollege nicht weit. Wie könnten wir ihn mal nennen? Der Schwabbelschorsch. Hilfreicher Hinweis 13. Manchmal müssen deine Gegner eingesperrt werden, bevor du fortfahren kannst. Suche nach einer Möglichkeit, sie in Schach zu halten. Sollte es ein Hinweis sein auf gerade diesen Gegner? Er ist aber auch gleich da. Was soll ich denn da machen? Hocken. Hock die. Ach, guck mal hier. Ach so. Hier zurück in diesen... Ach so. Wir können hier nicht zurück. Weber Grill. Yeah. Door Control. Alter, er kommt. Tür zu. Tür zu, habe ich gesagt. Das ist eine kaputte Door Control. Komm her, du Penner. Was heißt eigentlich... Oh,
Floor Control. Ich denke, ich muss den in den Raum hier einsperren. Kann das sein? Oder auch nicht. Aber das hat nichts mit dieser Tür zu tun, sondern mit irgendeiner anderen. Hm. Ich kann eine Tür damit schließen. Wieder. Ach so. Man sieht dann, die Scheibe ist so versifft. Okay. Das heißt, ich muss sehen, dass der hier in dem Raum ist. Schnell durch den Schacht und die Tür dicht machen. Genau. Die Lüftungsschächte hier sind aus purem Silber. Hans Entertainment nach seinem Drogenabsturz. Richtig. So. Komm her, du Penne. Komm her. Hallo. Hallo. Wobble, wobble, schwabble, wobble. In den Schacht hinein. In den Schacht hinein. So. Hoffe, dass wir schnell genug sind. Door Control. Wenn nicht, ist das Spiel kaputt. Errungenschaft. Confronting your demons. Ja, das hat aber nicht funktioniert. Ich glaube, das Achievement hätten wir bekommen, wenn es funktioniert hätte. Das ist ja geil. Ich hab das voreilig bekommen. Scheinbar. Was ein Sack. Feliz Navidad. Ach, hier ist jetzt auch zu. Hier geht gleichzeitig das Lüftungsding zu hier. Achso, dass er uns hier nicht folgen kann. Okay, ich glaube nicht, dass der hier durch den Lüftungsschacht durchpasst. Ja. Ja. Ach, Quatsch. Hä? Ich dachte, ich müsste den in den Raum hier sperren. Aber scheinbar nicht. Patrick ist Ungar. I am hungry. Ich bin Ungar. I'm thirsty. Ich bin Donnerstag. Oh oh. Oh oh. Ja, was mach ich denn nun? Wer ist er? Das ist ganz konsterniert hier. Ui, 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 ui. Okay. Der hackt ein bisschen rum. Okay, irgendwie scheint der nicht mehr. Alter, doch, 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 doch. Nee, doch, nicht. Doch, 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 doch. Okay. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Zaga! Kopf ab. Ich glaube, ich war getrappt. Ich war zu langsam. Was aber komisch ist, ich war eigentlich so schnell, wie ich konnte. Wir können ja leider nicht rennen. Ich versuch's nochmal. So, 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 so. Ja. Hallo? Oh. Ich glaube auch, weil wir haben das Achievement bekommen. Ich denke, das war ein Fehler im Spiel. Der ist irgendwie durch dieses Rolltor geglitscht. Der Depp. Mensch. Dicker Hack. Hakle feucht, man. Ja,
Ein bisschen weiter, 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 weiter. So, jetzt schnell, 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 schnell. Der ist auch so langsam hier, der. Das hat nicht gereicht. Der ist einfach viel zu. Das ist der Quatsch. Ah. Irgendwie funktioniert das nicht, wie ich mir das hier erwünscht habe. Oder ich habe was falsch gemacht. Hack, le, feucht. Feuchtes Hack. Ja, das flutscht besser. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll, außer das. Hier kommt er gleich angeratscht. Aber vielleicht sofort. Ich habe, glaube ich, ich hätte eben schon nicht warten sollen. Das war schon beim ersten Mal richtig. Ich muss nur noch sofort konsequent hier rein und auf den Knopf drücken. Yes, Sir! Jetzt funktioniert's. Jetzt hätte ich normal das Achievement erst bekommen müssen. Auch geil. Das war schon mein erstes Steam-Achievement, was ich zu früh bekommen habe. So, jetzt kann ich hier in Ruhe mal umgucken. Oh, er macht aber ganz schön Terror. So, hallo, wer bist du? Gib dich mal hier rein. Ist das. Haben ganz schön Alarm gemacht hier, der Hans Entertainment. Lichten Fuß. Eine Hand. Dankeschön. Ah ja. Funktioniert. Ah, wo gehen wir jetzt lang? Stairs. Der Lift. Ha! Der Lift. Hier erstmal links gucken. Ich denke, wir müssen den Aufzug nehmen. Falls der funktioniert. Ob hier noch was ist. Trade Group. Oh ja. Ah, damit muss ich den Fahrstuhl wahrscheinlich erstmal aktivieren, ne? Logo. Popo Alarm. Feucht für einen rundum sauberen Flug. What the heck? So, der Druck ist runter aus, von der Leitung. Nicht gut. Hier auch. Der Lift funktioniert und ab! Alter. Die Vorliebe mit dem Lift! Toll! Jesus, was geht denn hier ab? Hi! Oh, wir sind zu Hause. Paid off, it seems, as she came first in the annual trial. And you know who you are. Or do you? Some believe this is their life flashing before their eyes. It's really a moment of clarity. Sind die nicht Bernie und Erd? Understanding that every action you take vom Popo Club. Bring you closer to your judgment. Auch gut, Freitag Nacht News, ja. Do you understand the extent of your actions? The tormentor can become the tormented. The giver of gifts can become the receiver. I only got 6 months. You're lucky. This reality isn't real. It's only a reflection of you.
We'll be back after these messages. Oh, come on! Wieder hier. Ah. Schön wieder zu Hause zu sein. Nee. Das ist auch cool. Das ist nice. Aus lauter Gläsern ein Gesicht. Kannte ich auch noch nicht. Nicht schlecht. Ich hoffe, dass der Typ nicht wieder hier gleich unterwegs ist. Ja, habe ich gehört, Patrick. Ja, gut, mit 80. Ein liebliches Alter fast schon. Also, aber glaube ich nicht an Altersschwäche gestorben. Er hatte wieder, glaube ich, Krebs, habe ich gelesen. Der Karel. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Oh, da gerade steht Bohlen. Steht da Bohlen. Warum singe ich hier? Steht da Bohlen. Wer mich so gut findet. So. The world makes sense through the lens of a bottle. In here, I'm not me. Clarity is insanity. So sieht's aus. Wird immer jung. Auch wenn du kegeln willst, Dieter will bohlen. Egal wie oft du ins Solarium gehst, Kevin hat die Bräune. Oh, was war das eben? Jetzt los. Das grad. Hallo? Ach, krass, wäre hier festgebackt. Komisch, war. Das war irgendwie strange grad. Hä? Sollte auf jeden Fall nicht so sein. Recreation? The fuck? Hi! Hat was von Jeff the Killer. Jeff the Killer! Kitchen! Steht schon wieder versteckt da unten. Nicht so toll. Ah. Was? Gibberish told old sidelight the brood ghost yeah Bob died. Das macht irgendwie alles keinen Sinn. Wow. Ghostly Bob died? Nein, Bob lebt noch. Ah! Scheiße, die waren dann. Nein! Scheiße! Oh komm! Oh scheiße. Die Boob-Lady mit den Käsefüßen wieder. Ja, beim letzten Mal schon. Der Ovinus. Du. So, was mache ich denn gegen die? Die ist da? Tür zu. Hey, du glitzt. Ach nee, ist doch scheiße.
Ah, die ist schon sexy, die alte. Hall. Hm. Schon. Ach, Miss Schmierhaar. Ich hab grad was anderes gelesen. Die sabbert ja. Geil, wenn die sabbert. Hexensabbert. Ja, ich weiß, dass ich mich hinhocken kann, Spiel. Ist schon gut. Steht auf Tote. Wie heißt das, wenn man auf Tote steht? Necro. Necro irgendwas? Necromanie? Sowas in der Art. Das ist schon leicht ekelhaft. Ich verstehe es nicht, aber ich muss nicht alles verstehen. Was mache ich denn gegen die Alte hier? Mann. Laufen. Vielleicht mich ein bisschen beeilen. Verstecken. Ich kann mich immer noch verstecken. Ah! Verstecken. Ich verstecke mich. Oh, das. Madame Käsefuß. Nekrophilie, richtig. Erst buddeln, dann knuddeln. Richtig. Ich brauch bloß mal eine Dusche. Dann geht die voll klar. Siehst du, das sage ich nämlich auch. Ist gar nicht so schlimm. Ich werde mir den offenen Kontakt suchen jetzt. Hallo? Hallo? Wo bist du? Wo bist du? Ah, da bist du ja! Alle 15 Minuten verliebt sich ein Zombie über Dead Ship. Den. Ah, Jesus. Die ist ganz schön anhänglich. Ja, ich hoffe, Massimo kommt nochmal. Ich denke, er kommt nochmal. Das kann nicht einfach so Schluss sein mit Massimo. Das würde mich enttäuschen. Massimo müssen wir nochmal sehen. Dumm. Hier lang. Warum klingelt jetzt das Telefon? Hä? Wiederhol doch jetzt gerade den Versuch. Warum ist jetzt... Verstehe ich auch nicht so ganz. An welches Telefon? Wäre meine nächste Frage gewesen. Toll, hier kann ich mich auch nicht unterm Bett verstecken. Verdammt. Oh, Jesus. Unar sacrificium und communicaturi ablid mortem. Weiß jemand, was das heißt? Aber das mit Lateinischen mächtig. Jesus. Polen ruft an, richtig. Ich bin im Recall. Alter Vater. Hi, Schlampe. Geh da, ich gehe um das Bett. Ah ne, hier sind nur ein Lattenrost. Die kann. Ah ne. Keine Matratze, kann ich mich auch nicht verstecken. Buddeln sind in Norddeutschland Flaschen, genau. Immer mehr Maulwürfe sind alkoholabhängig. Grund rumbuddeln. Das ist ein alter Gag aus Sport bei RTL Samstagnacht damals. Das waren Zeiten.
Sarah Lombardi. Jö. Nee, ich finde die überhaupt nicht hübsch. Die will ich nicht. Gibt's nichts Gescheiteres? Hans Entertainment gehabt. Sarah Lombardi. Wer kommt als nächstes? Alter. Eieieiei, ist die schnell. Oh nee. Vanessa Paradies. Ja, das. Oh, die war schon. Oh. Sieht heute noch recht gut aus, muss man sagen. Aber damals war nicht schon. Alter Verwalter. Dann hat der Depp sie sich geangelt. Der Johnny. Mann. Jenny ist im Recall und singt Oh, nie davon. Gib mir seine sexy. Alter Vater. Dieter, nimm mal deine Estefania hier mit. Sind die noch zusammen? Hat der überhaupt noch eine alte hinter Dieter? Gar nicht mehr. Nee, der hat lange nicht mehr, oder? Oh, Schocktherapie, das klingt gut. Oh, da ist er. Oh nee, das ist nur das Bett mit dem. Oh, Fatsch! Falsches Zimmer. Yes. Pamela, Gina, ne. Finde ich jetzt gar nicht. Pamela fand ich immer, hat mir nie gefallen. Das war immer so ein Kunstprodukt. Aber Vanessa Paradis war schon. Tizia Casta. Ja. Lilo Wanders am besten. Geht's hier. So. Siehst du, wir strecken die Spielzeit schon aufs Maximum hinaus. Dafür bin ich bekannt. Nadel finde ich total. Nee, geht ja gar nicht. Verona geht noch. Das ist der Unterschied. Nadel ist strunzblöd. Die ist strohdoof, aber Verona spielt nur die Doofe. Die ist ja gar nicht so. Verona ist ja richtig schlau. Die spielt ja nur eine Rolle, aber Nadel ist halt, glaube ich, wirklich so. Alter, komm du lästiges Ding, du. Nadel kannst du Eier mit abschrecken. Ja, die sonnenbankgegerbte Sangsschwuchtel. Da hat mal jemand Thomas Anders genannt. Hat da, glaube ich, irgendeinen Prozess an den Hals bekommen damals, vor Ewigkeiten. Die sonnenbankgegerbte Sangsschwuchtel. So ist nun die Wahrheit, oder? Ernst Johann Reinhardt. Nee, das habe ich noch nie gehört. Das sagt mir nichts. Prozess. Da muss ich denn dann warten, bis die mal weg ist, die Alte. Nora
Habt ihr mal den Sonora gesehen, wie die aussah? Ich weiß nicht, wie sie heute aussieht. Keiner weiß das, aber damals sie sah ja schlimm aus. Total so ein typischer 80er, weiß nicht. Ganz komisch. In den 80ern sahen schon alle ein bisschen strange aus. Thomas oder Breivik anders? Ja, der Thomas hat ein bisschen mehr wallende Mähne als der anders, als der andere anders. Hallo, Povel. Was ein komplizierter Name, hallo? Was ist aus dem guten alten Schorsch geworden hier? Oder Werner? Ich sag einfach mal Povel. Alter. Povel. Paul. Weiß nicht, wie man dich ausspricht, aber Servus. Paul. Detlef, richtig. Kann den Namen nicht aussprechen. Paul. Paulite. Kami. Ja, nicht Pavel. Paul. Pomeli. Alter. Hat man doch so einen Namen. Jesus. Ach komm. Ich kann hier ewig unterm Bett liegen bleiben. Und Fuß um. Ja. Das lässt sich die. Das reicht nicht für 10 Euro. Bounchi, bounchi, bom bom. Amo, chicka, 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 cha. Bounchi, bounchi, bom bom. No, chicka, 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 cha. Was hier eigentlich? West Wing Dorms, Schocktherapie. Kannst mir 1000 Euro anbieten, das schaffe ich nicht, den Namen richtig auszusprechen. Weil das vergangene Sonntag bei Beat 'em and Eat 'em lustig war. Ich habe nicht einmal 20 oder mehr Punkte geschafft, aber als er Retro-Wohnzimmer mir versprochen hat, 5 Euro zu donaten, ging es plötzlich. Das war nicht geplant, ich weiß nicht warum. Lilo, Tüffi, Herr von Bödefeld, ui, 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 wo ist mein Schnuffeltuch? Hallo, nix gegen Samson. Bumchi, bumchi, bum bum. Hello, chicka, 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 chicka. Ah, Mann, das ist scheiße mit der alten hier. Ja, Stimmen. Ist sie weg? Nein, sie ist es nicht. Bett, 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 Bett. Uiuiui, das war in letzter Sekunde. Wie lange muss ich jetzt hier warten? Ich habe eben eine Minute hier unterm Bett verbracht. Ach, hier. Hat mich trotzdem direkt erwischt. Ich frage mich, wie man das aushält. Hier, sich dieses. Diesen Jammer hier 300 Stunden anzutun.
Hüfü. Ah, Bernie und Erd. Gab immer einen von der Sesamstraße, vor dem hatte ich als Kind voll Schiss. Da bin ich immer aus dem Zimmer gegangen und hab gewartet, bis der zu Ende war. Kein Witz. Ich hatte voll Angst vor dem. Weil der so komisch drauf war immer. Ah, alter Falter. Also nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der einen Namen hatte. Ich glaube, der hatte gar keinen Namen. Aber ich bin immer aus dem Zimmer, weil ich Schiss vor dem hatte. Die fiesen Luder. Nee, Graf Zahl fand ich gut. Graf Zahl fand ich einen von den besten. Nee, diesen komischen Klavierspieler da. Weiß nicht, der hat den Kermit interviewt oder er nicht? Nee, ich glaube, Kermit hat den immer interviewt und der hat ja ständig seinen Kopf auf die Klaviatur geschlagen, weil er also irgendwie immer so verzweifelt war. Ich hatte irgendwie vor dem Schiss. Ich fand den total gruselig mit so einer Brille. Ich weiß nicht, ob der einen Namen hatte. Ja, als Vierjähriger hatte ich Angst vor dem. Don Schulze? Ehrlich? Hat er doch einen Namen? Hab ich verdrängt. Oh, sie ist weg. Sie ist nach links gegangen. Ich gehe mal nach rechts. Komm. Lauf. Rechts. Komm. Hey. Hörst du? Quatsch, alle Türen zu. Was ist denn das hier? Hier lang. Ach komm. Rechts rum hätte ich gemusst. Don Schulze. Ferdis Pappkarton. Cool fand ich den ABC-Mann. Fand ich immer witzig. Und natürlich hier der... Psst, genau. Der hatte auch irgendeinen Namen, ist mir aber auch entfallen. Ah, Hallo Spencer fand ich immer... Ja, ich hab's geguckt, aber ich fand's nie so toll. Fand's immer ein bisschen... Weiß nicht. Fand ich nicht so besonders. Beste war eh Löwenzahn. Hab ich direkt gern geguckt. So. Wir sind unterwegs, wo wir hin müssen. Oh Gott. Hier rein. Zack. Catwiesel. Elektriktrick. Ich habe das früher nie geguckt. Ich habe das jetzt erst mal vor ein paar Jahren zum ersten Mal so ein, zwei Folgen geschaut. Früher habe ich das nie gesehen. Aber ist ganz witzig. Catwiesel. Klimagredel. Die Klimagredel. Weg. Ich gehe jetzt rechts lang. Oh komm, jede Tür ist zu hier. Da kann es eigentlich nur noch die linke sein. Hm.
Die Klimagredel, die ist ja, ne? Kann ja sehr gut sagen, hier, das ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße, aber statt mal zu sagen, hier, mach's so, ne? Wie man es besser machen kann. Das ist ja alles hier nur so Ping-Pong hier. Ist halt nicht so einfach. Man einfach mal sagen kann, Lust mit dem Scheiß. Ja, sie hat halt keine Verbesserungsvorschläge. Wird wahrscheinlich auch nie welche haben. Egal, ich wollte keine politischen Themen hier im Chat. Ah ja, da schlurft sie, die Schlurfine. Dann gehe ich mal raus und gehe nach rechts in die erste Tür links. Und wenn die jetzt nicht aufgeht, drehe ich durch. Sie geht zu, zu, zu. Ah, oh, der betende Erzengel. Yes. 12. April. Neue Erinnerung freigeschaltet. Okay. I hadn't spoken to him in what seemed like an eternity. So shocked when he asked me to come back to the cabin. I assumed he wanted to fix our marriage. Maybe try to move past everything and start over. Last time we were at the cabin, it was so romantic until the freak show started. And I vowed never to go back, but if it'll help our marriage, I'll try anything to end this nightmare. Once we got there, he just started babbling about this being the place of conception and rummaging through that fucked up basement. I don't know if I should be indulging him or getting help. I want him to get help, but I'm scared of how he'll react. Mm-hmm. Wir sind weiter. Ostium, was heißt denn das? Müssten wir eigentlich schmissen als Asterix-Gucker, hä? Da hängt was in der Schreibmaschine. Dr. Thanas. An die Mitarbeiter, ich habe vernommen, dass sich viele von Ihnen über den fehlenden Zugang zum Empfangsbüro beschweren. Es wird weiterhin nur einen Schlüssel geben und dieser Schlüssel bleibt bei mir. Wie Sie vielleicht wissen, befindet sich der Haustresor im Empfangsbüro und ich lehne es ab, jedem Zutritt zu gewähren. Wenn Sie Ihre Unterlagen abgeben müssen, schicken Sie alles in die Pathologie. Mr. Crave wird es in Ihrem Namen einrechnen. Das ist ein bisschen kryptisch hier mit diesem ganzen Irrenhausarzt-Typen da. Okay. Sehr kryptisch. Bloß die Alte kommt schon wieder. Was muss ich denn hier machen? Take a photo. Oh, ach stimmt, ich kann ja noch Fotos machen. Ganz vergessen. Ich kann ja Fotos machen, aber müssen wir diese Fotos einsammeln. Hier ist, glaube ich, nichts. Wer sagt hier, Löwenzahn war schlimm? Peter Lustig kann ich... Ach, Peter Lustig war der Beste. Löwenzahn ist klasse. Das gucke ich heute noch gerne. Also die alten Folgen. Die neuen sind scheiße. Helmut Kraus ist ja leider auch gestorben jetzt. Vor kurzem.
Nachbar, der Paschulke. Hm. Muss ich sie fotografieren? What the fuck? Das ist ja creepy. Guck mal. Ein bisschen näher. Rubis! Guck mal! Rubis! So. Alter! Jesus! Die Horrordame, ja. Der Horror-Erzengel. Die Folge angeschaut, wie er nach Laurent fährt. Den Schatz im Meer. Oh, Wildschwein! Genau. Massengeschmack TV hatten sie Montag oder Dienstag einen Live-Kommentar. Haben sie eine Löwenzahn-Nacht gemacht, alle Folgen geguckt, kommentiert. Also nicht alle Folgen, also viele, viele Folgen. Löwenzahn ist schon cool. Aber wo muss ich denn hier hin? Hier nicht. Scheiße! Eine alte TKKG-Kassette nennt Gabi Tarzan Spinat. Du musst in dem Raum was machen. Ah, okay. Danke. Ich hatte früher, ich glaube, 60 Kassetten mit TKKG. Habe ich irgendwann mal alle verschenkt. Aber ich habe sie inzwischen auf der Festplatte. Die ganzen alten Originalfolgen. Und Geisterjäger John Sinclair. Genauso. Seit 5 Jahren auf der Festplatte und mehr als 3 Folgen oder so bin ich nicht dazu gekommen, mal anzuhören. Ein Jammer. Oh, was machst denn du hier? Scheiße! Warum ist die in dem Zimmer? Ich fand die alten John Sinclair-Folgen cool, vom Tonstudio Braun damals noch, die in den 80er rausgekommen sind. Das gibt's ja jetzt wieder, aber irgendwie fand die damaligen irgendwie cooler. Asmodinas Reich. Tarzan in Tim umbenannt werden, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht war da irgendwie Lizenzrunde, wer weiß. TKKG, die Profis sind spee. Ich hab sogar noch die ersten 30 Folgen mit dem alten Intro. TKKG. Und Gabi, die Boote. Ja, das sind wir, die tollen 4. Ich hab nur die Folge auf Kassette gehabt, wo er sich dann nicht mehr Tarzan nennt. Wo der Grund genannt wird, weil er sich einen Film im Kino angeschaut hat. Einen Tarzan-Film. Dann erstmal gemerkt hat, dass Tarzan hier so ein Lianenschwinger ist, ja, ne? Und der nicht mehr damit verglichen werden wollte. Und er lieber Tim genannt werden wollte. Von Timotheus. Ah! Alter. Warten. Die Säulen an der Statue kannst du drehen. Wie siehst du auf dem Foto? Oh, okay. Die Pfote! Nicht die... Akt.
Gabi, die Pfote. Tarzan ist der Kopf des Ganzen. Karl lässt schnell die Fakten. Tarzan Klößchen ist ein guter Typ. Gabi hat den Tarzan lieb. Yes, das Maria. Jeden Abend gehört hier. Kassetten. Damals gab es ja noch kein Binge-Watching, zumindest den Begriff nicht, aber ich habe so Binge-Listening damals gemacht, so in den Sommerferien irgendwann, 1900, schieß mich tot. Von früh bis spät TKKG gehört. So, sie ist gerade nach links gegangen. Ich würde jetzt aus dem Bett hier vorgehen, aber man kann mal was einschenken. Schenk mir eine ein, ja. So, ab geht er. Wie sie ist jetzt hier. So. Auf. Geht zu. Geht nicht. So, dann machen wir nochmal ein Foto. Ich wusste, dass man das drehen kann. Ah, Prost. Mhm. So, wir haben Dreieck links, ein Dreieck. Ah, danke, Divini. Da hatten wir dieses komische. Was war das? Kann ich das nochmal anschauen? Oh, come on. Rechts war. Teufels-Dreizack-Ding. Hä? Das sehe ich gar nicht. Ah, doch, hier. Alles klar. So, unten noch. Da haben wir links... Okay. Einen Kelch und rechts einen Dreieck. Links den Kelch, rechts das Dreieck. Das ist doch schon, oder? Nee, das hier. Ha! Checkpot! Hätte ich jetzt fünf Jahre gewartet, bis ich das herausgefunden hätte. Vielen Dank, Devini. Was? Grüner Schleim aus ihrem Mund? Wo? Aus ihrem? Hä? Ach so, auf dem Foto, ehrlich? Einmal. Ach, jetzt ist sie neutralisiert. Jetzt können wir es nicht mehr anschauen. Schade, schade. Zachi Neu, ja, der von Eis am Stiel, genau, den kenne ich. Ui, was sind wir denn jetzt hier? Waldmeister-Pudding. Oder Mountain Dew. Das kann auch sein. Die TKKG-Musik im Kopf wegen euch. Danke. TKKG. Also ich hatte Folge 1 bis 55 damals. I'm still not used to the name, but it's was war eure Lieblingsfolge? And he looks just like you. Banditen im Palasthotel fand ich cool. Hier los. Bitte. Hat die zusammengebrochene Krippe? Wiege? Kinderbett. Ich habe früher die Serie geguckt. Es gab im ZDF damals in den 80ern so eine, weiß nicht, so 10 Folgen. Haben so ein paar Hörspiele verfilmt als Serie. Hab ich gern geguckt früher. Jetzt vor kurzem mal wieder mir irgendwie runtergeladen und gemerkt, wie schlecht das eigentlich heute aussieht. Richtig schlecht. Aber es hat irgendwie was Witziges. Ich sehe
Serie war echt schlecht. Jesus. Da kommt's Ochsbier wieder runtergeflogen. Der Tarzan. Stimmt, der Tarzan war nicht mal gebleckt, ja. Das war alles sehr, sehr schlecht. Was ist die Folge, wo die den Diamanten geklaut haben? Diamant? Das sagt mir jetzt gar nichts gerade. Meine Lieblingsfolge war die, wo die Hexe als die Lehrerin als Hexe gemobbt und vergiftet werden soll. Das, die kenne ich. Die habe ich sogar nur neulich gehört von hier auf der Festplatte. Hexenjagd in Lerchenbach, glaube ich, heißt die. Die Frau Müller-Borello. Die Mübo. Richtig. Ja, hier fallen noch 1000 Dosen. Da werden sich die Pfanddosensammler freuen. Jesus. Und das hier. Kein Wunder, dass die Wiege gebrochen ist bei den Dosen. Das Gummilied, ja, das ist auch gut. Ja, die Folge war auch cool. Hexenjagd, das war eine der ganz frühen Folgen sogar. Die haben sie... Ne, die kamen nicht an der Serie, glaube ich, vor. Nur als Hörspiel. Poison! Rattengift! Rattengift! Der Bayer ist auch der Ratzengift! Müller Borello. Haha. Auf dem Scheiterhaufen. Und der King. Der Rocker King. Ah, ja. Autohaus Borello. Ah, was man sich alles merkt. Herrlich. So. Ich auf. Hä? Rätsel um die alte Villa, genau. Ja, das Geheimnis der grünen Hölle, oder wie das hieß. Das leere Grab im Moor. Ich glaube, das war sogar eine der allerersten. Ich glaube, die erste Folge hieß Jagd nach den Millionendieben. Von 1979. Das ist ja der Hammer, dass TKKG heute noch produziert wird. Ich glaube, alle 3 Monate eine Folge und immer noch dieselben Sprecher. Cool. BT. Was ist das denn hier? Alter. Da wurde eine Katze erschossen. Auf der Spur der Vogeljäger. 5 Freunde habe ich nie gehört. Und selbst von den 3 Fragezeichen habe ich nur, ich glaube, 2 Folgen mal gehabt. Und eine davon war die erste mit dem Super-Papagei. Die fand ich allerdings cool. Aber ich bin da nie dabei geblieben, das weiter zu verfolgen. Ich habe da immer nur diese erste Folge gehabt. Ich war da immer bei TKKG zu Hause. Der Typ, der ein Spiel spielen will, ja. All you do is drink. You're a monster. Ach, ist das der Dicke? I'm not the one with problems. I just need to numb the pain. Hell? Warte mal. I saw her twisted husk smiling back at me.
Dicke ist der Mann. Ich glaube, der Dicke sind eher wir. Also der Dick. Also nicht wir, der Dicke ist dieser Gary, der Vater von dem Kind, was umgekommen ist. Denke ich mir mal, weil der hat sich ja in seiner Garage da eingeschlossen und hat nur noch Bier gesoffen. Tag und Nacht. Vielleicht ist der dann so dick geworden. Denke ich mir mal, dieses Ochsbier hier. Da frage ich mich aber, wer dem das geliefert hat, wenn er seine Garage nicht verlassen hat. Wo er das Bier bekommen hat. Durch. Ui. Quatsch. Also wir haben einen normalen Keller wieder hier von dem Haus. Lustige Taschenbücher. Sich auch früher. Ganz alten. Schon eine Seite bunt war und die nächste schwarz-weiß. Oh. GG! Das ist das GG wieder. Das wäre für einen was, wo hier auf Twitch so ein Heimwerker-Kanal hat als GG-Emote. Eine Schraubzwinge. Das wäre eine coole Idee eigentlich. Gibt's bestimmt den einen oder anderen. Okay. So. Das sieht plötzlich aus. Nee. Gemütlich machen hier. So. Hör mal, wer der Himmel featuring die fünf Freunde live auf X-Hamster. Jö. Wie ist jetzt zu? Alles zu. Ich muss hoch. Oh, wow. Jetzt schon wieder hier. Ah, das haben wir vorhin schon mal gesehen, dieses Bild. Wenn der die Waffen kaputt macht, kommen Rubine raus. Wo war denn das? Irgendein RPG, oder? Ah ja. Da
War das nicht bei Zelda? Außen kaputt machen, Rubine rauskommen. Genau. Gar nicht so meine Welt. Fen Iron. Ah ja. What? Okay, brauchen wir einen Code. Ein Kika-Code. Gummi, 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 Gummi. Gummi ist elastisch. Gummi, 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 Gummi ist fantastisch.89 nur. Wir haben denn da gewonnen? Lass mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute und dann 89. Und dann wird noch geheult, weil es zu wenig ist. Ja, ja. Ich hoffe, du raffelst wieder mit am Dienstag, Insider. Oder machst du einen Sonic Hack wieder? Die waren auch nicht schlecht. Aber für einen Raffle hätte ich ein Spiel. Was Schönes. Er raffelt als nächstes. Also ich raffle morgen wieder. Denke Roffel, jo. Ha. Ah. Wir haben zum Glück noch genug Gigawatt. Muss denn hier hin? Staff only. Geht nicht. Hä? An den Raum? Zusehen, dass wir hier den Code irgendwo herbekommen. Für den Tresor. Ich hab was Fieses. Nein, ach, so fies ist das nicht. Ich finde das Spiel eigentlich ganz okay. Hä? Was ist denn das für ein Spiel? Ja. Mann. Warte mal, hier stand noch ein Telefon rum. Ach, sieh mal ein. Ah. 10 links, 50 rechts, 5 links. 10, 50, 5. 10, 50, 5. 10 links. 50 rechts. Hier links. Ah, fuck. 10 links.
Boah, geht das langsam. Rechts und 5 links. Diesen Dienstag und Mittwoch kommt noch nichts. Was? Und 5 links. 14.10. Was? Geht ja gar nicht. Senderknopf. Fünf links. Ja. Hä? Was doch? 10 links. 50 rechts? Hä? Irgendwas falsch gemacht? 10 links. Ah. Oder 10 Nummern links, so. Und das heißt jetzt 10... Hä? Zehn links. Ups. Zurücksetzen. 10 links. Zehn, 15. Hä, eben hat's Klick gemacht. Hä? Hä? Irgendwas war richtig grad. Warte mal, 10 links. Okay. Hat dreimal Klick gemacht eben. Hä? Zehn, 50, 5 für Anzahl Striche. Ach, das kann schon auch sein. 10. Na, es hat aber jetzt schon Klick gemacht. 30. Hä? Können die netten Tresor mit einem blöden Keypad machen für Idioten wie mich? Nee. Ja, ich bin gerade zurück auf links auf 10 und ja, habe ich gemacht, ging aber nicht. 10, 50, 5. Falsch. Links 10. Ich habe die letzte Zahl vergessen. Links 10. Zehn. Oh nee. Scheiß Schloss.
Boah, Fatsch. Vor allem A dreht er nach rechts und D dreht er nach links. Das ist total bekloppt. Boah. Links, rechts ist egal. Hä? Ah, dann ist es la... Ach, ja. Oh. 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 Ja, okay. 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 Fatsch. Adage. Mitnehmen. Mission abgeschlossen. Finde ein Familienerbstück. Okay. Okay, ich denke mal, das war jetzt geplant. Wenn nicht, wäre es richtig fies. Ahem. Some believe this is their life flashing before their eyes. Every action you take will bring you closer to your judgment. Gary's gone totally insane. Maggie ran away. She hates me for not standing up to him. She's but right. But now I'm all alone. And I wish my little girl would come home. I can't just leave him like this. I can't just leave him like this. His reality is real. Neue Mission, verbrenne die Gegenstände. Okay, hier sind wir wieder. Ah ja. Mars Black. Titanium White. Denke mal, unten im Kamin ist die einzige Möglichkeit, hier Sachen zu verbrennen. Jo. Hier nochmal gucken. Noodles. Muss das Game irgendwann auch mal wieder zocken. Das ist cool. Ach komm, für den Chris. Oh, ob ich die Gegenstände hier so einfach verbrennen kann. Kamin? Nee, ich kann den nicht mehr anzünden. Na toll. Oder unten am Pentagramm. Im Keller.
Ah, Feuerzeug haben wir direkt mitgenommen. Ach so, direkt hier. Vor Ort. Bei Infliction stehen Insider und ich auch im Abspann. Ehrlich? Oh, da bin ich mal gespannt. Ihr habt das mitfinanziert. Cool. Wollen wir gleich mal. Das werden wir gleich mal im Auge halten. Begib dich wieder an den Ort des Verbrechens. What? Das war eigentlich der Ort. Der Ort des Verbrechens? Oben, oder? Oh, ich muss sie exorzieren. From yourself. Yes. Quatsch. Oh, hä? Ich dachte, das bringt uns jetzt weiter. Nee, irgendwas hat uns gekillt. Oh, ist ein Dreck. Was war denn das jetzt? Was hat uns jetzt irgendwie getötet? Jetzt sag bloß, das Feuerzeug ist an einer anderen Stelle. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Nein. Nein, das ist nicht gut. Oh, nee, oder? Massimo gucken. Müssen wir das ganze Haus wieder nach einem Feuerzeug absuchen oder was? A search grid has begun over the crash site, but no survivors have been. So here he stands at the gate. Does he understand the extent of his crimes against his eternal soul? He can't set things right. So. Should I turn these things for those he affected? I'm looking out here myself. Well. Is that time? Jetzt hier alles wieder nach dem blöden Feuerzeug absuchen. Ist das der Plan hier? Weil hier keins mehr steht jetzt. Bock. Gut. Servus Ramsey und hallo Third Eye. Schönen guten Abend. Okay. Ja, Feuerzeug. Danke, Ramsey, für 2 Monate. Dankeschön.
Das ist jetzt... Ich habe eben auch Glück gehabt, dass das direkt vor meiner Nase war, das Feuerzeug. Aber wo ist es jetzt? Schauen wir im Inventar. Oh, warte mal. Inventar. Nee, sieht nicht so aus. Nee, leider nicht. Aber wir sind ja gestorben. Es hat nicht seitdem gespeichert wieder. Nachdem wir das Feuerzeug eingesammelt haben. Das ist nicht so toll. Puh. Das war vorhin auch schon. Ah, oder müssen wir in diesen Modus hier? Damit wir. Okay, das hatten wir auch schon. Nee. Das ist aber mysteriös hier. Verbrenne die Gegenstände. Wenn du besessen bist, bist du kurz danach tot. Mhm. Nicht gut. Dass das Feuerzeug jedes Mal an einer anderen Stelle steht, ist natürlich super toll. Denn hier? June 6, 1999. I'm in hell, and he's on his way there. I'm so weak, I can't even look at my own face in the mirror. The last time I did, I saw a twisted husk smiling back at me. I feel like his madness is rubbing off on me. Nicht weniger geil als 13. Komm, wir kriegen mit denen angestoßen wird. Wir Dankeschön, Lycra, für deinen Resort. Bierkrüger mit denen angestoßen wird. Lächelndes Gesicht. Dankeschön, Lycra, und schönen guten Abend. So, jetzt habe ich nichts von dem Text mitbekommen. Naja. Egal, wie ich Hilfe holen.
Ich will uns morgen Hilfe holen. Ich muss mein Leben wieder in die richtige Bahn lenken und ich muss Maggie finden. Ich habe seit 3 Jahren nicht mehr. Seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Hä? Wie jetzt? Hä? Was? Search grid has begun over the crash site, but no survivors have been. So here he stands, at the gate. Does he understand the extent of his crimes against his eternal soul? He can't set things right. So. Tja. YMCA. Da 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 da. YMCA. Ach, schön. Hab keine Ahnung, was ich jetzt machen muss hier. Was das Spiel von mir will. Das Feuerzeug sein soll. Hm. Wo ist der? Der ist der Beste. Der Matthias, der Officer Matthias. Moin Crazy Borg. Das blöde Feuerzeug jetzt hier. Soll ich jetzt alles abgrasen? A search grid has begun over the crash site, but no survivors have been. Der Indianer, ja. Denke schon. Oder der Polizist. Hier. War noch gar nicht bisher. Bringt uns aber auch nicht viel weiter. Simulator. War das blöde Feuerzeug vorhin? Warum ist das jetzt nicht da? Mann. Silber, Polish,
Ja, ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will jetzt. Ja. Wann sind hier... Ach du Scheiße, was ist denn hier auf einmal... Irgendwas ist anders. Ah. Ab da hänge ich leider auch. Was wurde immer besessen? Die Räume ändern sich irgendwie. Wann bin ich weitergekommen? Kein Plan, wie. Okay. Okay. Lebe ich jetzt noch? Komm, kill mich. Olle. Olle! Kannst du raus? Ging auch irgendwann. Ob nicht. Kannst probieren? Sorry. Vincente! Wack! Wack, wack! Boah, wo soll denn dieses Feuerzeug sein? Hallo.
Machst das Zeug auch hier? Cool. A search grid has begun over the crash site, but no survivors. Raus kann ich nicht. So here he stands at the gate. Does he understand the extent of his crime? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir das Feuerzeug finden müssen jetzt oder irgendwas anderes. Doch ein bisschen öde irgendwie. Oh, ich dachte, was wackelt denn da? Die Lampe. Und die kommt dann immer so plötzlich. Oh, das ist. Ja, kill mich, hopp, hopp, hopp. Außer im ersten Versuch habe ich hier nichts gefunden von Feuerzeug. Search grid has begun over the crash site, but no survivors have been. So here he stands at the gate.
Tja, ich weiß auch nicht mehr, was ich tun soll. War ich jetzt in jedem Raum? Hier ist kein Feuerzeug mehr. Hm. Hätte ich gedacht, dass das Spiel mal langweilig wird. Im Moment ist es ein bisschen schwach. War bisher so gut, aber jetzt hier. Blöde Sucherei, Mann. Dieses. Oh, wieder besessen. Da kann man nicht mal was machen, wenn sie da ist. Das ist ja. Dann kill mich doch gleich und lass mich nicht hier noch rumlaufen. Das ist doch Schwachsinn. An der Küchentür. Da kommt man nicht raus. Das geht alles nicht. Hm. Oh, hängen fest hier. Zeug war unten im Schrank, Küche oder Labor. A search grid has begun over the crash site, but no survivors have been. So here he is. Gar nicht gesehen hier alles. Baby Shower. Also raus können wir nicht von der Küche. Nö. Geht nicht.
Oder im Labor. Also wenn er hier nicht ist, muss er im Labor sein. Irgendwie sieht es hier gerade anders aus. Oder? Da steht hier ein elektrischer Stuhl und so ein... Hä? Da war doch vorher ein Regal und hier eine Werkbank. Das ist irgendwie anders gerade alles. Aber kein Feuerzeug. Hier sieht gerade alles anders aus. Hä? Tödliche Gedanken. Was? Oder Sünden, ja, so rum. Gedanken sind ja nicht meins. Jesus, Jesus! Chaotisch hier gerade. So, hier ist kein Feuerzeug, weder da noch da. Tja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Es war am ersten Versuch ein Feuerzeug da und seitdem nicht mehr. Wenn du besessen bist, kannst du den Geist austreiben. Wie würdest du normalerweise mit ihm umgehen? Was?
Keine Ahnung mehr. Ach, ja. Wow. Toll. Was? Geht das Feuerzeug jetzt nicht? Ja, dann schön. So eine Verarsche, dieses Scheißspiel. Sprit, ja. Gibt's hier Feuerzeugbenzin irgendwo? Kassette! Whispers. Ray Orgut Company. Weiß ich auch nicht, warum ich immer so ein Dreck spiele. Ich spiele immer Spiele, wo so gut anfangen und dann irgendwann wird es nur noch scheiße. Und jetzt ist nur noch Getrolle. A search grid has begun over the crash site, but no survivors have been. Oh, wir haben eine Kerze. Oh, da so. Okay, mit einer Kerze geht's wohl auch. Weiß auch nicht, wo wir den Eimer plötzlich her haben. Wir haben ihn halt. Mission abgeschlossen. Burn the items. Jetzt steht es auf einmal auf Englisch da. Wir haben es geschafft. Fragt euch nicht warum und wie, aber wir haben es geschafft. Neue Mission begibt dich wieder an den Ort des Verbrechens. So. Hier ist sauer. Ist angepisst. Sie exorzieren?
Oh, ich hoffe, es hat gespeichert jetzt. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Hast du doch vor 2 Wochen gesagt, das ist das ganz normal, dass man da stirbt, wenn die Wiege so zusammenkracht. Dachte ich mir auch, wie kann man da sterben und wie kann vor allem da Blut entstehen? Bisschen abnormal. Was? Mission. Verbrenne die Gegenstände. Hä? Sag bloß, ich muss das nochmal machen. Wieso hat das Spiel nicht gespeichert? Wieso hat das Spiel jetzt nicht gespeichert? Wir haben doch eine Mission abgeschlossen. Da muss es doch speichern normalerweise. Jetzt stand da gerade wieder, dass ich die... Ah? Verwirrt. Es hieß noch, ich soll eventuell ein neues Spiel bereitlegen heute Abend. Weil das nur noch ein paar Minuten geht oder so. Nee. Wir haben es wieder geschafft, das hier bis zum Geht nicht mehr zu strecken. Kann ich mir die 2 Spaßspiele auch sparen. Aber wieso muss ich das jetzt nochmal machen? Es war doch gerade eine Mission abgeschlossen. Dann speichert das Spiel doch schon normalerweise. Warum diesmal nicht? Ah, fuck. Die Kerze war eben in der Küche und da ist sie jetzt natürlich nicht mehr. War ja klar. Da ist auch kein Feuerzeug mehr. Warum sind die Spiele bei mir immer so scheiße? Funktionieren die bei mir nie? Mir ist... Ja, so. Tja. Ah ja, toll. Oh, funktioniert sogar. Einmal funktioniert es und einmal nicht. Ja, und jetzt steht schon wieder da, Mission abgeschlossen. Verbrenne die Gegenstände. Nu? Neue Mission, begib dich wieder in den Ort des Verbrechens. Wo war der Ort des Verbrechens? Was für ein... War das oben im Kinderzimmer oder wo war der Ort des Verbrechens? Zusammengefallene Kinderkrippe war doch kein Verbrechen, es war ein Unfall. Warum steht das Bett hier in der Küche? Jetzt wird es ganz bekloppt hier. Mann, Mann, Mann. Bed and Breakfast. Startraum, wo ist der Startraum? Warum ist hier ein Aufzug? Jetzt wird es ja richtig kurios. Es ist wie Layers of Fear fast. Sind die Räume miteinander vermischt? Total. Ah, stimmt. Ja, natürlich. Wow. Oh, Kerzi. Hier hätte ich hier auch verbrennen können.
komme ich hier hoch? Das Haus sieht irgendwie ein bisschen anders aus gerade. Und besessen und vorbei. Bin ich mal gespannt, jetzt muss ich sie wieder verbrennen, hm? Verbrennen die Gegenstände. Das ist das erste Mal, dass ich jemals in einem Spiel sehe, dass es nicht speichert, wenn man eine Mission abgeschlossen hat. Wie scheiße ist das denn bitte? Das ist assi. Das ist assi. So, bin ich sauer. Kack. Können wir jetzt auch eine Kerze suchen und nicht nur ein Feuerzeug? Yes! Ob's funktioniert. Ist ein Wildschwein. Yay! Verbrenne alle Gegenstände, so. Genau, jetzt gehen wir hoch. Zimmer, Zimmer, Zimmer. Wo war das dumme Zimmer? Da, 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 da. So. Wir sind hier. Und nun? Asche verstreuen. Mit E. Endlich. Boah, das war jetzt so schlimm. Das war jetzt so hartnäckig. Wo es jetzt easy war, aber hat vorhin überhaupt nicht funktioniert. Ja, du mich auch. Oh, wie hübsch sie ist. Okay. Neue Mission, verlasse diesen Ort. Mal guck ich nochmal. Was ich gern guck. Jetzt sieht alles wieder ordentlich aus. Wie hübsch, hübsch, hübsch. Wir haben den Geist besiegt, Leute. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Nee, ich verlasse den Ort nicht. Ich mache nochmal Tutut hier. So, jetzt verlasse ich den Ort.
bräuchten wir nochmal eine Kombination hier, ne? Da können wir durch die Küche raus. Hier? Yes! Sally! Hallo Sally! Wohin nun? Ob der richtige Ausgang? Da brauche ich die Kombination für vorne. Würde mich nicht wundern. Ist ja nicht umsonst ein Keypad da. Was? Logik gibt's hier nicht. Was ist denn hier? Hier Oh ja! Hier wollte ich jetzt eigentlich nicht wieder hin, aber es scheint sich was zu tun. Und den Ort verlassen und nicht wieder hier ins Asylum. Menschenskinder. All you do is drink. You're a monster. Don't live like this anymore. Jesus! What? Oh, sehr praktisch hier. Hallo. Drei, drei, sieben, acht, vier, sechs, neun. Kann sich nicht jemand merken? 3, 3, 4, 8, 7, 6, 9. Eine lange Kombination hier, mein lieber Mann. What the fuck? Oh, unser Kollege hier. Hans Entertainment. Boom, komm ab. Yeah, das war's oder was? Scherz? Okay. Wozu war die Kombination jetzt? Errungenschaft, Hellbound. Vielleicht haben wir ein schlechtes Ende. Vielleicht hätte ich noch irgendwie rausgekonnt über das Keypad. Wer weiß. Massimo war Max Dal Genio. Egal. Abspann heißt geschafft. Egal wie oder schlecht oder gut. Cooles Spiel, bis auf die letzte halbe Stunde. Die ging mir echt auf den Sack. Das war der letzte Dreck. Aber ansonsten war es ein geiles Spiel. Sehr gruselig und hat mir sehr gut gefallen. Da stand die Winnie.
Divini und Insider werden bei den Bäckern sein. Nicht bei den Bäckern, sondern Bäcker. Da warten wir mal ab. Ah, nicer. Dankeschön. You died? Ja, ich bin gestorben. Also ich glaube, das war ein schlechtes Ende. Denke ich mal. Da sind die Bäcker. Schauen wir mal, ob wir sie finden hier. Ace und Insider. Oh, sind nicht immer alphabetisch. Da muss man ja genau gucken. Eure richtigen Namen. Oh, die darf ich jetzt nicht sagen. Aber ich sag, wenn ich sie sehe, ja. Ja. Genau drauf achten hier. Das sind natürlich sehr viele Knoten. Hallo Knoten. Alter, ist das viel. Muss ich ja höllisch konzentrieren, mehr als im ganzen Spiel. Insider und Divinity hier zu sehen. Ich habe euch beide nicht gesehen. Toll. Ach, Mann. Muss ich mal einen Stream nochmal gucken. Ich habe beide nicht gesehen. Na dann. So, das war ein Flickchen. Wie nice. So, wollen wir noch eine Runde Spaßspiel machen? Extra vorbereitet hier.
Können wir ja eigentlich noch machen. So. Habe ich vor Ewigkeiten mal auf YouTube gespielt. So. Gehen wir mal hier rüber. EnviroBear 2000. So, der Anti-Greta-Bär. So. Machen wir hier ein bisschen. So. Ciao, Divinity. Schönen Abend noch. Danke fürs Reinschauen. So. Friss den Fisch. So, Bär muss genug fressen, damit er im Winterschlaf genug Fett hat. Dazu muss er hier mit seinem Auto durch den Wald fahren und Fische und Beeren sammeln. Also nicht Bären, sondern Beeren. Gar nicht so leicht. Wir steuern alles mit der Maus hier. Wir müssen hier Gaspedal. Ne? Ist gar nicht so leicht. Komm, links rum. Scheiß Bienen. So. Ah, da vorne ist ein Strauch. Da ist ein Bärenstrauch. Ah, diese Kack-Fuck-Wespen. So, der andere Bär crasht mich hier. So, ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Komm, komm, komm. Das war scheiße. Keiner. Ah. Da, 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 da. Links, 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 links. So, Rückwärtsgang. Boah, hier. Blöden Tannenzapfen sperren hier mein Gaspedal. So. Hä? Da vorne ist ein Fischteich. Okay. Dann gehen wir hier so und dann gehen wir das. Ja, Bären! Für den Bären! Om, 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 om. Das sieht gut aus. So, wir müssen genug fressen, damit wir dann den Winterschlaf starten können. Aber es reicht noch nicht. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Fische. So. Da haben wir auch schon ein paar. Yay. Om, 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 om. Sehr schön. Nimm schon. So, Hibernate. Da kommt die Meldung. Das heißt, wir können jetzt Winterschlaf halten. Wir müssen unsere Höhle erstmal finden. Da vorne ist sie sogar schon. Alter. Haben wir gescheit. Ja, ja, ja. Höhli. Höhli. Yeah. Geschafft. Chaka. Erste Saison. Zweites Jahr. Iss Fisch und Beeren, um fett zu werden. Yeah. Was? Megadrive, mir gibt es noch 32X. 32X? Ich nie so. Angry Video Game Nerd hat ja immer gesagt, dass 32X war der größte Mist, den es jemals gegeben hat. Hab dann, glaube ich, nie Spiele für gespielt. Aber Sega CD war ganz gut. Ah! Oh, das sind Bären.
Bären. Oh nee, stinkt hier. Hopp. Hopp. Alter. Aggressives Vieh, du. Schwinde. Weg da. Der macht mein Gaspedal hier. Alter. Ah, vorwärts. Blödes Vieh, du. Dummes. Oh, was ein Stressspiel. Du Kackvieh, hau ab. So, vorwärts. Links. Da ist ein anderer Bär mit seinem Auto irgendwie hängen geblieben. Jesus. Komm jetzt, gib ihm! Ja! Wie arm ist das denn? Eine Erdbeere oder was? Nimm! Davon kann ich aber nicht hier in Winterschlaf gehen, von einer lausigen Erdbeere. Ja, Fisch! Das Vieh frisst meinen Fisch weg! Du Saukack-Stinktier! Oder Waschbär, was auch immer das sein soll. Ja, ändern wir mal die Kategorie. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel hier in Twitch drin ist. Doch, es ist tatsächlich in Twitch sogar drin, das Spiel. Dann ändern wir das in... von Samstagsgruselei in Samstagsfresserei. So. Oh, ist der... Ich habe keine Chance mehr. Durch zwei von den Mistviechern hier. Ich kann die nicht rausschmeißen hier. Ich krieg die nicht zu greifen. Hau ab da! Die beißen mich. Ich kann die auch nicht fressen. Ich kann nur Fische und Beeren fressen. Oh, ich habe... Eins bin ich losgeworden. Hau ab, du. Hau ab, du Drecksack, du. Oh, ich pack dich. Oh, du dummes... Der Bär raged schon. Oh, wir haben es geschafft. Ja, komm, Applaus. Die Sounds gehen übrigens wieder jetzt. Es ist gleich Winter und ich werde sterben. Alter! Ich brauche Fisch. Fisch. Da ist ein Fischteich. So, vorwärts. Raschaufzeiten um ein Ei. Maschine sei doch da. Kuckuckuin. Rechts. Und durch den Teich gefahren. Yes. Aha, immerhin eine. Om nom 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 nom. Om nom. Es reicht nur nicht. Verdammt. Da vorne ist aber noch eine. Meine Uhr ist auch schon wieder aus dem Cockpit geflogen. Das ist natürlich schlecht. Weil ich gar nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Oh, Jackpot. Okay, komm. Komm, her, du Fuckfisch. Wo ist meine Hand? Ah, hier. Oh, ist das anstrengend. Es reicht. Oh, nee, es schneit schon. Trotzdem wäre schlecht. Ach so, die Fischgräte blockiert mein Gaspedal gerade. Und vorbei. Wir werden eingeschneit. Scheiße. Komm, das versuchen wir nochmal. Diesmal ordentlich.
Das ist ein anstrengendes Spiel. So, jetzt mal Ordnung hier. Direkt durch den Teich. So. Und die Bären. Bären, Bären. Yes, Jackpot. Komm, das wird uns reichen. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Hast du noch eine? Ja, reicht noch nicht. Ja, Bären ist nicht viel dran. Wir brauchen einen Fisch. Ein Fisch? Was für ein mickriges Ding. Alter, wie arm ist das denn? Hast du noch eine Beere? Winterschlaf im Auto. Ja! Ein moderner Bär. Da sind Fischis. Vorwärtsgang. Oh nee! Bienen! Oh! Bienen sind schon mal nicht besonders gut. Die fangen schon mal an, hier Stress zu machen. Oh nee, hier. Da waren keine Fische mehr in dem Teich. Was ist das denn? Ist der Wald schon abgestorben hier? Oh, immerhin. Das reicht immer noch nicht. Oh, da ist noch ein Fisch. Riesenfisch. Hibernate, yeah. Wir haben genug. So, jetzt müssen wir in unsere Höhle erwischen und können Winterschlaf halten. Yay. Yeah. Machen es die Bären eigentlich auch in Wirklichkeit, in der Natur? Das wissen nur die meisten nicht. Ciao, Chris. Schönen Abend noch. Alter! Jetzt los hier. Glaubt mich, hat ein Fels gestreift. Oh ne, jetzt hänge ich hier fest. Bitte nicht. Wo ist meine Höhle? Na? Gib Gas. Da ist eine Höhle. Da links, da links. Oh, diese Kackfelsen. Links. Links. Ja. Schaffen wir das noch? Komm, komm, komm. Geradeaus. Geradeaus. Yeah. Nein. Jesus. Rückwärts. Irgendwo hänge ich fest. Alter. Scheiße. Ich muss erstmal aufräumen hier. Felsen weg. Du. Weg. Oh, mein Gaspedal klemmt. Steine. So, komm, in die Höhle. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Ah, weg da! Irgendwo hänge ich wieder fest. Vorwärts. Vorwärts. Stopp. Fisch, runter von meinem Gaspedal. Und vorwärts. In die dumme Höhle. Da ist ein Baumstumpf im Weg. Wie fies ist das denn? Komm, 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 komm. Im Wald ist echt scheiße fahren. So, nochmal. Stopp! Weg, du blöder Fels! Hau ab! So, jetzt ganz geschickt. Ja, ja, ja.
Ich hänge hier brutal fest. Oh ne, es schneit schon. Das Spiel ist schwer. Ich hänge hier fest. Dreckspiel. Ein Versuch noch. Was ist das? Also im Let's Play war ich besser. Da bin ich, glaube ich, bis Level 4 oder 5 gekommen. Kann auch sein, dass sie das Spiel inzwischen verschärft haben. Mann! Holy shit. Da muss mein Fisch. Okay, wir nehmen Beeren. Falsch. Vorwärts. Ah, oh, das ist ein scheiß Spiel. Was ein Rage. Rage. So. Nom 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 nom. Nom nom nom. Erdbeeren. Und noch. Okay, da haben wir schon mal einiges. So. Nächster Fischteich. Kupplung und 6 Gänge. Aber später gibt es sogar Levels, wo wir nur noch, wo wir gar keine Fische mehr haben, sondern nur noch Beeren. Yeah. Oh, sehr schön. Komm schon. Nom, 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 nom. Nicht die blöden Tannenzapfen. Rest los hier, wer hat mich gecrashed? So ein blöder Bärenkollege hier. Ah, oh, da ist ein Fischteich. Zacka! Und durch den Teich. Yes! Jackpot! Komm! Fisch. Ah, R und D ist Rückwärts- und Vorwärtsgang. Ah, Hibernate, yes. Okay, Alter, was ist denn hier von... Haben wir gescheit hier, Kollege. So, jetzt bitte in die Höhle rein. Ja, geht doch. Geht doch. So. Boom. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Ich spür was. Jetzt läuft's hier. So, komm. Fischteich. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Nom, 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 nom. Chaka. Bären! So.
Nächster Fischteich. Ich hoffe, der reicht schon für den nächsten Winterschlaf. Komm, komm. Ja, guck mal hier. Boah, was ein Brocken. Was ein Brocken. Nom, 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 nom. So, wo hast du den jetzt hingeworfen? Toll. Alter, der Coin Spacey hat gerade voll abgeräumt hier. Ah. So. Vorwärts. Wir sind nach rechts. Ah, mein Lenkrad ist blockiert. So, so, so. Yay. Oh, das reicht ihm immer noch nicht. Hier, was ein verfressener Bär. Okay, das sollte reichen. Hibernate! Yay. Und ciao, Coin Spacey! Bis morgen! Weg da! Ich brauch keinen Fisch mehr! Ab geht's! Wo ist die Kackhöhle? Da, 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 da! Und. Boah, wo häng ich denn jetzt wieder? Fuck, Fisch. Da, da, da. Rechts und Gas. Yes, Chaga. Drittes Jahr. Es gibt noch Fisch und Beeren. Und wir haben noch 5 Minuten. Das Zeitlimit wird dann später auch irgendwie weniger. Nom 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 nom. Erst alles wegsaufen und dann abhauen. Oh nein! Hopp, Waschbär! Stinkt hier, was auch immer. Ein Badger ist ein Waschbär, oder? Wie viele Jahre? Ich weiß es gar nicht. Ich hab's nie komplett durchgespielt. Ich glaube, es geht schon recht lang. Oh, der frisst mein Zeug weg, der Mistsack. Oh, ich krieg den auch nicht zu packen, um den mal wegzuwerfen. Jetzt! Oh, endlich. So ein Mist. So, da ist ein Fischteich. Jö. Yes, 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 yes. Ah, reicht nur leider nicht. So, weg. War schlecht. War doch gerade ein Teich hier. So, vorwärts.
und voll durch. Dreh. Oh. Diese scheiß Steuerung. Moin Outlaw. Servus. Was ist das denn? Den kann ich gar nicht fressen hier. Ist klar, Spiel. Ist klar. Natürlich, natürlich. Bisschen groß. Das spielt man nur mit der Maus. Ein bisschen, oh komm! Scheiße. Ich sehe nichts mehr vor lauter Fisch. Oh nee. Ja, danke. Danke fürs Auffressen hier, Waschbär. Yeses, na. Waschbär bin ich losgeworden, aber ich krieg den blöden Fisch nicht mehr. Warte mal. Hey. Weg da. Na, na. Komm. Ja. Komm. Wir haben den... Wir sind ihn losgeworden. So, vielleicht reichen diese Bären schon aus. Wenn wir endlich Winterschlaf gehen können. Ja, hibernate! Komm! Warte, eine Spannung hier. Warte, eine Spannung. Bitte nicht jetzt. Kein Scheiß machen. Nein! Okay, jetzt ist es eigentlich egal. Jetzt ist es eigentlich egal. Komm, 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 fahr. Nein, vorwärts! Vorwärts! Nimm. Hau ab. Hau ab. Den loszuwerden ist auch nicht leicht. So. Vorwärtsgang. Weg mit. Nein! Das schneit schon. Fuck. Oh, das Spiel ist so schwer. So. Ja. Wenn ihr das auch mal spielen wollt. Game Jolt. EnviroBear. So. Ich würde sagen, es reicht. Genug. So, das war's für heute. Können wir das Spiel mal schließen. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, morgen 18 Uhr. Warum sage ich immer 17 Uhr? Montag 17 Uhr. Morgen um 18 Uhr wird wieder geraffelt und ja, mit euren Lieblingsspielen. Wenn ihr Bock habt, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Euch jetzt eine gute Nacht, danke fürs Zuschauen und einen schönen Start in den Sonntag. Macht's gut. Servus.